Und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Season 2. Ja, wir mussten uns letztens in der Folge verabschieden von Omid. Und danach auch noch von Christa. Ich weiß jetzt nicht, ob Christa tot ist, aber ich denke mal schon. Und ja, jetzt ist hier Clementine alleine unterwegs. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Ich hoffe, wir finden wieder eine Gruppe. Gucken aber erstmal das Boot an. Kids Camp. Oh. Hey, da drüben liegt einer. Wo waren das jetzt? Da hinten? Ja, ich glaube schon. Okay, mit dem Boot können wir nichts machen. Kommst du da hoch? Nee, müssen wir uns bestimmt irgendwas suchen. Oh doch. Mensch, die kann ja doch schon einiges. Oh je. Sie sucht nach Christa. Was ist das denn? Oh, die Schilder stellt man aber in den Boden und nicht in den Kopf. Okay, was war hier drüben jetzt noch? Was ist das? Ein Grab? Was denn das? Wer ist denn hier gestorben? Das wissen wir anscheinend nicht. Also irgendjemand ist hier. Man hört Geraschel. Ja, ein kleines Kind allein in den Wäldern. Was steht denn hier? Ein Warnschild. Schlangenbären, was? Du Scheiße. So ganz alleine unterwegs. Fällt mir gar nicht. Und kalt ist es anscheinend auch noch. Wir sind aber tief im Wald. Was ist jetzt los? Oh, bitte nicht erschrecken. Oh, ich sagte nicht erschrecken, ey. Hallo? Ich bin kein Zombie. Was ist das? Ein Hund. Okay, du siehst irgendwie nicht zombie-mäßig aus. It's okay, boy. It's okay. Check dog's collar. Where are your owners? Wo sind deine... So, where are your owners? They around? Wo sind deine Besitzer? If they are, I hope they're nice. What's he doing? Das frage ich mich auch, was er tut. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Ja, mit so einem Hund fühlt man sich gleich ein bisschen besser. Denke ich mal, hoffe ich mal. Es ist nicht gut, immer gleich Hallo zu schreien.
Der Hund spaziert da einfach mal rein. Ich glaube, hier hat jemand gelebt und wir haben Hunger. Nach Essen suchen. So, wir haben einen Hund als Beschützer. Passt doch. Erstmal im Auto gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Ja, ach ne, da steht hier schon eine Weile. Was ist das hier? Kann man denn hier nehmen? Ah, das ist der Hund. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Also hat der Hund überlebt und die Familie anscheinend nicht. Was gibt's hier drinne? Nothing edible. Ja. Was willst du auch mit der Puppe im Überlebenskampf? Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Yep. Eine Frisbee. Eine Kanne. Vielleicht was zu essen? Oder was zu trinken? Empty. Leer. Better keep looking, boy. Och man. Was gibt's hier drinne? Noch ein Zelt. Das ein bisschen kaputt aussieht. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Frisbee-Scheibe. Was soll ich denn damit machen? Mit dem Hund vielleicht spielen? Hey, wanna play? Wanna play catch? Ich denke mal, das heißt ja. Okay, bring it back. Good boy. Was ein braver Hund. Boy. Machen wir es nochmal. Wanna go again? Er guckt so, ach nee, nicht schon wieder. Das ist immer eine andere Ecke. Ich habe jetzt gedacht, dass ich die gleiche Szene. I bet you miss this. I sure do. Wir machen das nochmal, weil da war ja eben eine andere Szene. Let's go one more time. Go get it, boy. Darn. It was good while it lasted, though, right? Okay, ja, die Frisbee-Scheibe ist weg. You're right. Shouldn't waste the energy anyway. So, jetzt gehen mir hier langsam die Pläne aus. Was ist denn jetzt los? Oh nein, hier kommt doch keiner, oder? What's the matter? Shh, we have to be quiet. Was bildet denn so rum? Warte, ich guck erst mal hier rein. Please let there be something good in there. Ob da was Gutes drin ist? Oh God. I am so sick of that smell. Was ist denn da drin? So, was ist denn da los? Oh. Ein Messer. It's okay. He's dead. Zombie. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. Dein Kopf hat sich doch gerade bewegt. Und der lebt ja noch. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Stand back, okay? Also wenn man den jetzt so sieht, könnte man denken, dass er eigentlich ganz nett wäre. Aber trotzdem kriegt er einen vom Kopf. Ja, das war's dann wohl. Was? Immer noch nicht? Was denn du für einen harten Nüschel? Dann halt nochmal. Ja, hast du jetzt genug? Boah, was? Du stehst auf Schläge, oder? Dann noch mal. Und komm.
keine Videos sehen, dann gleich nochmal. Genau, gleich drauf hier. Und... Bam! Und jetzt sieht man das Gehirn. Ich glaube, der ist tot. See, we just have to stay out of their reach. Der Hund. Guck dahin. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Ich kann das Messer bestimmt nehmen. Still pretty sharp. At least we found something useful. We won't go another night without food, okay? Wir sollen unbedingt Essen suchen. So, was gibt's denn hier noch? Ich hab doch hier schon alles abgesucht. Ist da was drinne? Nö, warum denn auch? No food here either. Was gibt's hier noch? Hier ist noch Essen. Ist hier noch Essen drin? Gotta check everywhere. Ja, wir müssen überall kontrollieren. Auch im Mülleimer. Well, here we go. Also, mal schön reingreifen. Lecker. Oh my god, thank you. Haben wir was gefunden? Look, a can. Guck mal, Essen. Let's see what's inside. Ist das Essen nicht schon schlecht oder so? Man weiß ja nicht, wie lange das da drinnen liegt. Please don't be bad. Das sagt sie gerade selber. Okay, dann testen wir mal. Oh, schneid dich nicht. Sieht ganz gut aus. Ja, sieht gut aus. Thank God. Na, der Hund hat auch Hunger. Are you hungry? Are you hungry? I guess you are pretty hungry too. Ja, er hat Hunger. Geben wir ihm halt was zu essen. Here you go. Hey, mein Essen. Was? Was geht jetzt ab bei dir? Alter. Verpiss dich. Alter. Ab. Du scheiß Töle, Alter. Was geht denn mit dir ab, ey? Alter. No. Du hast mich zuerst angegriffen. Den Hund töten oder den Hund verlassen. Also leiten lassen will ich ihn nicht. Okay, töten. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Sorry. Okay, ihr tut's auch leid. Dann ist er gut. Wir hätten Freunde werden können. Aber du wolltest ja lieber das Essen. Oh, fuck. Was machen wir jetzt mit der Wunde? Ich schätze, wir müssten jetzt irgendwie einen Arzt finden, weil ich glaube, sonst entzündet sich die Wunde und das ist dann überhaupt nicht gut. Ja, Hundi, du hättest mit uns mitkommen können. Na klasse, schwer verwundet, im dunklen Wald. Besser kannst du gar nicht mehr werden, ey.
Sag mir nicht, du wirst ohnmächtig, oder? Nee, sie ist nur ein bisschen verzweifelt. Ich glaube, ja, sie läuft gerade auch das erste Mal allein und draußen rum. Erstmal ein Nickerchen oder was? Oh, sie wird ohnmächtig. Was ist denn jetzt los? Oh shit. Oh nein, 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 nein. Du kannst ja nicht schlafen. Steh wieder auf, steh wieder auf, steh wieder auf. Steh auf. Steh auf, Mann. Lauf. Was? Ich muss laufen. Wohin denn? Wohin denn? Oh fuck, hinter mir. Ich kann nicht rennen. Oh fuck. Oh fuck, nein, 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 nein. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich hab ne Wunde. Verpiss dich, du Penner. Wow. Das war mein Kopf. Oh, wir kriegen wieder Hilfe, oder was? I'm out! Grab her, let's go! Come on, kid. We gotta keep. Oh, Gott sei Dank, Hilfe. Also allein hätten wir das 100% sicher nicht geschafft. I think we're safe. Oh yeah. Yeah, yeah, we're good. Hey, you all right? Ob ich okay bin? Ich denke schon. I think so. Mann, oh Mann. Wären die jetzt nicht da gewesen? Ich glaube, wir wären Zombie-Futter gewesen. Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. Ich bin allein, I got lost. Wir wurden angegriffen. Not sure how the group's gonna feel about another mouth to feed. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Warum fragst du da so nach? Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some. Oh shit! What is this? She's been bit, man. Fuck. 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 What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers. I can't remember the last time I saw a dog. Hund. It was. I swear. Swearing doesn't make something so. No, no, no. I'm telling you the truth. Please. Das war ein Hund, Mann. All right. Let's see. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Du hast mich runtergeschmissen, du Penner. Au. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. Wer hat denn so ein großes Gebiss? Das so ist ein Hund, Mann. Dog go? Wo der Hund the jetzt ist? Seriously, I want to know how believable her story is. Ich hab ihn gekillt. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me.
Still, you don't kill dogs. Ich weiß, dass man keine Hunde tötet, Mann. Was sollte ich denn machen? Clementine? Yes? You telling us the truth? Ja, sag dir die Wahrheit. You look me in the eyes when you answer. Yes. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Auf jeden Fall haben sie den Doktor, das ist immer this. Gut. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Kann mich bitte wieder jemand tragen? Clementine, are you feeling all right? Nein. I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Und wir sind weg. was ist denn jetzt los? Ah, ich glaube, wir sind bei deren Gruppe. She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. I'm not working for anyone. I'm not. Wow! Chill, Alter. Keep your finger off the trigger, boy. Alter Schwede. Every lurker for 5 miles probably heard. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? Alter. I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Das ist dann wirklich aber der Arzt? It's okay. Go ahead, he's a doctor. Damn, that must have hurt. Yeah, das hat auch weh getan. Whatever it was, it got you good. Das war ein Hund, Mann. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one suggesting that. We could take her arm off. Was? Mein Arm bleibt dran. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Nein. Won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. No. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. Look. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos have a look first. Traurige Augen. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. Help, hilf mir und ich gehe. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Ja, wohin werde ich gehen? I can irgendwo anders hin. Find help somewhere else if I can. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed.
What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Bis zum Morgen bin ich gestorben. Hallo, ich verliere Blut. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Wohin gehe ich denn jetzt? This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. Mein Arm tut wirklich weh. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies. Hat der vorhin überhaupt Scheune gesagt? Bringt die mich jetzt in eine Scheune oder was? Sorry. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ihr solltet jetzt nicht die ganze Nacht in dieser scheiß Scheune bleiben. Das ist nicht euer Ernst. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Mein Arm. Ernsthaft, ey. Super. Fucking dumb. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, safer. Ich glaube, die Nacht überleben wir nicht, wenn wir kein Verbandzeug haben oder so. Okay, ich würde mal sagen, es war wieder eine spannende Folge. Die Folge geht auch schon wieder viel zu lange, deswegen werde ich hier einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.